Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Origins. ja, es geht weiter. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ihr hört's was. Ja, dass ich ein bisschen erkältet bin, bzw. so viel Husten habe. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Nebenquest. Der heute geht es um den Plagiator. Wir brauchen, was brauchen wir für die nächste Hauptmission eigentlich? Ne, 15. 15. Also, wir werden jetzt erstmal eine. Ja, wir sind bald da, ne? Zwei, drei Folgen noch. Ja gut. Ich versuche so wenig wie möglich zu sprechen. Sehe ich das mir bitte ein bisschen nach. Also das ist nicht simuliert, das ist wirklich so. So, warte mal. Wo müssen wir denn rein? Hier rein? Hier rein. Wir haben was. Was wirst du hier so rum? Wer bist du? Hat Eudorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eudorus. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eudorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Wenn du ihn befreist. Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte. So. Finde und rette Aristo. Wir müssen zu den südlichen Dock, sagt er gerade. Okay. Es ist eine 10er Nebenquest. So, angeblich ist schon in der Nähe. So, da gehen wir mal mit Sam und das Sinn und das. Da ist er doch. Wir sollten mal Gas geben, eh? Finde und rette Aristo. Ja, sehr schön. Leckt ihr Kram? Also, wird da noch wahrscheinlich was ist. Oh, hey, fest, das könnte vielleicht wieder ein Vorteil sein. Ja, darf nicht. Will mir denn keiner helfen? Doch, 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 du bist wer da? Noch ein Speichellecker des Eudorus, komm, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos. Ein Beschützer. Ich hab's. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nächst! Der da stinkt wie die Pest! Pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Oh! Hab da! Komm her jetzt hier! Wir fahren mal weg. So! Kann ich jetzt irgendwas machen? Den da? Mehr Courage als Achilles persönlich. Ja. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Deine Frau sagt, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eudoros, ein abscheulicher Mensch.
Er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eudorus so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Aristo, hier drüben! Das Boot ist bereit! Wir stechen in See, sobald du an Bord bist! Meine Frau! Den Göttern sei Dank! Bitte, wir müssen aus der Stadt verschwinden! Wir müssen fliehen! Die verdammten Wachen... Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Okay. Das war jetzt mehr oder weniger mal... Das war jetzt mehr oder weniger mal eine relativ easy Mission. So, haben wir hier eigentlich noch viel Lucky Tai irgendwo? Ja. Ja. Wir müssen tunlichst aufpassen. Die Level 20 sind wir noch nicht. Warte mal. Da müssen wir hin. Der letzte Leibwächter, den müssen wir noch machen. Oder warte mal, hier unten ist noch. Nee, ist der Philosoph. Ist der Philosoph was versehen? Ja, wir haben noch einen Himmel, also wir müssen noch ein bisschen was an Mission machen. Aber wie gesagt, als nächstes. Nee, der ist mir zu nah, der Typ. Noch sind wir nicht da möglich. Wir reisen hier rüber und kümmern uns erstmal um das Wiesel und den hohen Regenfluss. Das ist natürlich jetzt eigentlich am sinnvollsten. Weil wie gesagt, die Philaki-Tai sind ja, also die Polizisten sind mir zu nah. Ja gut, dann ist es heute mal eine ganz kurze Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was da vorne so erwartet.